herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir haben ja heute den sechsten Teil unserer Chakrenreise. Wir haben begonnen bei Wurzel, Chakra, Nabelchakra, Solarplexus, Herz, Hals, die ersten fünf Teile und Teil 6 ist jetzt dieses dritte Auge. Wenn du die vorigen Teile noch nicht gemacht hast, eine Empfehlung, fang vielleicht beim Wurzelchakra an oder zumindest, wenn man die oberen macht, beim Herzchakra. Du wirst sehen, die Meditation wirkt einfach ein bisschen besser nach. Das dritte Auge, die Intuition, ist ja eigentlich so eine Erhöhung der Sinne und deshalb werden wir heute auch die Sinne, die Augen, die Ohren mitmachen und werden jetzt so dieses dritte Auge mal durchputzen. Da geht es vom Energetischen, vom Symbol her um die eigene Vision, um die eigene Intuition, dass man die gut leben kann und eben auch selber so diesen, sich selber ein Bild erzeugen kann auch, ja, und diesem Bild auch folgen kann. Da braucht man dann natürlich, um es umsetzen zu können, das Wurzelchakra dazu. Das dritte Auge wird oft mit der sogenannten Hellsichtigkeit auch in Verbindung gesetzt, das als Symbol quasi für Hellsichtigkeit. Das heißt, du siehst mit einem Sinn, dass der eigentlich unsichtbar ist, der nicht da ist und siehst das Unsichtbare. Also du merkst da schon diesen symbolischen Charakter, diesen symbolhaften Charakter, wenn man sagt, drittes Auge, sehe ich das? Nein, sehe ich nicht, ich sehe zwei Augen, also hat das was mit der geistigen Welt zu tun und ist auch auf dieser Ebene zu verstehen. Das heißt, das ist nichts, wo ich dann sagen kann, ich laufe jetzt einfach durch und sehe Dinge, die wer anderer nicht sieht, sondern es ist eine Wahrnehmungsübung natürlich, ja. Und man kann dann auch diese Sinne schärfen, aber oder die Hellsinne schärfen, aber das ist ein Training wie Sport, das sage ich auch immer wieder. Also nicht glauben, sich verführen lassen, jetzt mache ich schnell mal eine dritte Auge-Meditation, mach das auf und dann ist alles gut. Also das gehört dann schon auch trainiert und immer wieder trainiert und auch dann den Fokus halten, die Konzentration, also das gehört einfach trainiert, um da dann immer weiter zu gehen, immer mehr Einsichten und Ansichten zu erlangen aus dieser geistigen, feinstofflichen Welt. Gut, dann starten wir jetzt mal mit dieser Reise zum dritten Auge. Schließ mal deine Augen bitte und atme tief ein und wieder aus. Und du kannst dir jetzt, um diese Meditation ein bisschen zu unterstützen, auch einfach deine Augen so leicht schräg nach oben schauen lassen mit geschlossenen Augen, so als würdest du dich auf dein drittes Auge konzentrieren. Und da kann man sich vorstellen, dass deine physischen Augen dir immer Energie abgeben, jetzt Energie zu diesem dritten Auge lenken. Deine physischen Augen sind geschlossen und die gesamte Energie fließt zu deinem dritten Auge, zu deinem Stirnchakra. Du atmest ganz ruhig und entspannt und erlaubst dir, dich zu erden. Mach dir ganz bewusst, in welchem Raum, in welcher Zeit du bist. Nimm den Sessel oder die Unterlage wahr, auf der du liegst oder sitzt. Nimm deine Fußsohlen wahr. Und erlaube dir, ganz in deine Erdung, in deine Stabilität zu gehen. Du bist ganz klar im Hier und Jetzt, in dieser Zeit, in diesem Raum. Und du bist absolut bewusst. Du bist aufmerksam. Und du erlaubst dir jetzt,
dass dieser Energiefluss zu deinem dritten Auge wahrnehmbar wird. Du spürst in der Mitte deiner Stirn dein drittes Auge, dein Stirnchakra. Ist dieses dritte Auge verschlossen? Ist es klein? Steckt es fest oder bewegt es sich gut? Was ist dein Gefühl, was dein drittes Auge angeht? Erlaube dir einfach jetzt, diesen Energiefluss zu aktivieren. Und du kannst jetzt in deinem Inneren sagen, ich bitte nun um die Aktivierung meines dritten Auges, meines Stirnchakras. Ich bitte um Reinigung und Öffnung, soweit es von oben erlaubt ist. Jegliche Anspannung, alle Gedanken, die mich einschränken, die mich stressen, die vielleicht eine Blockade darstellen würden, werden nun aus diesem Stirnzentrum entfernt und gereinigt. Und du spürst auch, wie sich dein Kopf, vor allem auch dein Gehirn und die Nervenenden in deinem Kopf und deinem Gehirn entspannen. Jegliche Überforderung, jegliche Anstrengung wird nun aus deinem dritten Auge abgegeben. Und du spürst, dass du freier, klarer und leichter wirst. Dein Kopf entspannt sich und deine beiden Hirnhälften, die rechte und die linke, synchronisieren sich. Und gleichen sich aus. Die aktivere wird ruhiger und die inaktivere wird aktiver, sodass sie sich treffen und optimal zusammenarbeiten. Und in dieser Energie formen deine beiden Gehirnhälften nun die liegende Acht. Also die Energie fließt jetzt durch deine rechte und deine linke Hemisphäre in der liegenden Acht. Und du spürst, wie du klarer, stabiler und ruhiger wirst. Deine Nervenenden entspannen sich. Und du kannst wahrnehmen, wie sich über die Entspannung deines Gehirns auch seitlich die Muskeln in deinem Schädel entspannen und vor allem auch die Kiefermuskulatur entspannt sich und wird immer weicher, lockerer. Und vielleicht kannst du auch das Kiefer ganz entspannt einfach mal ein bisschen hängen lassen. Du spürst, wie jeglicher Druck, jegliche Spannung aus der Muskulatur abfließt. Und nach deiner Kiefermuskulatur entspannt sich auch deine Nackenmuskulatur, dein Rücken, aber vor allem der Hals und der Nacken.
Du spürst, wie Muskelstrang um Muskelstrang Spannung von dir abfällt, Anstrengung sich löst und wie du absolut klar und ruhig, immer entspannter und weiter wirst. Nachdem sich jetzt auch dein Hals und dein Nacken entspannt, entspannt sich als nächstes das Atlasgelenk, also das Gelenk, wo dein Schädel auf die Wirbelsäule trifft. Und du spürst, wie sich deine Wirbelsäule ausrichtet und harmonisiert. Die letzten Dehnungen und Drehungen, nachdem ja deine Wirbelsäule schon vom Wurzelchakra über Nabelchakra, über Solarplexus, Herz und Hals optimal ausgedehnt, ausgedreht wurde, findet es nun im dritten Auge im Stirnchakra beim Atlas die Vollendung und deine Wirbelsäule und auch dein Rückenmark, die Nervenenden, die von deiner Wirbelsäule ausgehen zu den Organen, entspannen sich ebenfalls. Dein ganzes System erhöht jetzt die Schwingung. Das heißt, dein ganzes System wird leichter, wird offener, wird freier. Und in dieser Freiheit und in dieser Öffnung spürst du, dass um dich Licht ist und dass in dir Licht ist. Dass du absolut von Licht umgeben bist. Und dieses Licht berührt dich und du spürst eine tiefe, tiefe Reinigung nochmal aller Nervenbahnen. Bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen hinunter findet diese Entspannung statt. Und du kannst wahrnehmen, dass sich dieses Licht in deinem ganzen Körper fortsetzt. Dieses unendliche Licht, das durch dein drittes Auge, dein Stirnchakra in dich einfließt. Und dieses Licht ist nicht nur Licht, es ist reine unendliche Information. In jedem Partikel ist unendlich viel Information. Alles über Heilung, über Ausgleich, über Würde, über Liebe, über die ganze Existenz. Alles ist da drinnen gespeichert. Und du spürst eine tiefe Dankbarkeit, dass du dieses Licht sehen kannst. Und dieses Licht freut sich über deine Dankbarkeit. Und du erlaubst nun, dass deine physischen Augen und die Sehnerven auch von diesem Licht berührt werden und sich reinigen und entspannen. Die Muskulatur rund um dein Auge entspannt sich, alte Anspannungen lösen sich und du spürst, wie sich deine Sehnerven ebenfalls reinigen und entspannen.
dieses unendliche Licht fließt also durch deine Sehnerven, dort wo deine Sehnerven mit dem Gehirn kommunizieren, in deine Augen ein, gleicht den Druck in deinen Augäpfeln aus und du spürst, wie du klarer und entspannter wirst. Du siehst das Licht, du nimmst die Information des Lichts wahr und alte Einschränkungen und Scheuklappen, die vielleicht von gewissen Konditionierungen geprägt waren, fallen jetzt von dir ab. Und du spürst, dass du in deiner Autorität, in deinem Licht, in deiner Mitte bist. Und nun, nachdem sich schon dein Kiefer entspannt hat, die Nerven, die Wirbelsäule, dürfen sich nun auch deine Ohren und Gehörgänge entspannen. Alles, was gereinigt gehört, wird gereinigt. Dein Gehörgang wird freier. Und du spürst jetzt diese Erweiterung deiner Sinne. Du spürst, wie sich deine Ohren öffnen, wie Anspannung aus deinen Ohren abfließt, wie eventueller Stress oder Ohrengeräusche sich lösen. Du spürst, dass sich in dir und um dich herum Heilung manifestiert. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst jetzt, dass sich dieses spirituelle Licht in einer Drehkreiselbewegung durch deinen Körper, also vom Hals über die Schultern, über den Brustraum, den Bauchraum, in deinem Becken, in deine Beine, nach unten hin manifestiert. Du spürst, dass du aus dem Licht entstammst und du spürst auch die Informationen, die das Licht bereithält. Aber diese Informationen sind keine Informationen, die dich auf einer Ego-Ebene bereichern würden, im Gegenteil. Es sind Informationen, die durch dich hindurchfließen. Es sind Visionen, die durch dich hindurchfließen und die durch dich geerdet und realisiert werden können. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst diesen unendlichen Fluss, diese unendliche Sehnsucht nach Manifestation, dass im höchsten Licht sich deine Klarheit manifestieren kann. Und im Hier und Jetzt transformiert sich die Art, wie du dein Leben lebst, von einer uninspirierten Art und Weise zu einer inspirierten Art und Weise. Du spürst, wie Schritt für Schritt du deinen Weg gehst und ganz klar
und unbeirrbar deine Visionen und deine geistigen Informationen umsetzen kannst. Erschöpfung, Zweifel, Müdigkeit, soziale Einschränkungen haben auf dieser Ebene keine Gültigkeit mehr. Du bist absolut frei, und nun atme tief ein und wieder aus und richte deine Augen nochmal bewusst auf die Mitte deiner Stirn und schau mal, wie prächtig und strahlend und wundervoll dein drittes Auge erstrahlt. Vielleicht nimmst du es in dunkelblau wahr, vielleicht in violett. Vielleicht in einer anderen Frequenz. Das spielt gar keine Rolle. Du spürst, dass du dieses Zentrum nun ganz kraftvoll bearbeitet hast. Und du bedankst dich nun bei der geistigen Welt. Und machst dir nochmal bewusst, dass sich drittes Auge und Halschakra synchronisieren, Hals und Herz, Herz und Solarplexus, Solarplexus und Nabel, Nabel und Wurzel. Und du spürst, wie diese Energie durch dich hindurchfließt. Bedanke dich nun nochmal bei der geistigen Welt. Atme tief ein und wieder aus. Fühl etwas nach. Streck dich durch. Beweg dich mal ein bisschen. Streck die Arme und die Beine durch. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, also komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wenn du ganz klar da bist, dann öffnest du deine Augen und kommst eben ganz ins Hier und Jetzt zurück. Lass dir Zeit, lass das nochmal nachwirken. Und du hast jetzt wirklich so diese ersten 6 Zentren miteinander verbunden. Und du spürst jetzt einfach auch wahrscheinlich, wie die Energie durchläuft. Also ich bin schon gespannt auf deine Erlebnisse, deine Erfahrungen mit dieser Reise. Schreib es mir einfach mal in die Kommentare. Beim nächsten Mal gibt es dann die Reise zum Kronenchakra, also quasi den Abschluss dieser Chakrenreise, dieses Chakrenzyklus. Und ich freue mich dann schon, wenn du dabei bist. Lass mir bitte einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und teile das Video. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Oliver Ereny und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächstes Mal. Alles Gute. Tschüss.